Hallöchen Leute, da wären wir auch schon wieder bei DayZ. Hier mit mir ist Auslag 306. Unser letzter Überlebensversuch hat ja nicht gerade sehr glücklich geendet und wir sind auf einem neuen Server. Ach du Scheiße. Ja, so eine Server kann ich eigentlich gar nicht leiden. Was bist du denn? Night Vision Goggles. Okay. Der Server sollte eigentlich Always Daylight sein. Aber okay, wenn wir Night Vision Goggles haben, dann ist mir das sowas von Latte. So, wir haben Ferngläser, wir haben Revolver, wir haben eine Winchester und wir haben eine Axt. Ich glaube, hier waren hier NPCs drauf? Ich weiß es nicht. Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall steht da rechts, haben wir da so eine kleine Debug-Anzeige. Da sieht man unseren Blutstand, unsere Menschlichkeit, wie viele normale Survivor wir getötet haben, wie viele Bandits wir getötet haben, wie viele Zombies, wie viele Headshots wir verteilt haben. Und ich lege die Winchester ab, weil ich da keinen Bock drauf habe. So, Drop. Und wir nehmen einfach mal unsere Axt. So, wahnsinnige Axtmörder hier wieder auf dem Weg. Ich habe eigentlich nach einem Server geschaut gehabt, der zumindest ein bisschen Starting Gear hat. War halt noch nicht auf dem Server drauf und hätte auch ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass. Aua! Dass ich mit sowas hier spawne. Das ist schon ein bisschen. Naja, okay. Ich werde versuchen, solche Server in nächster Zeit mal zu meiden. Also nicht mit Starting Gear, sondern das. Gleich so fett hier mit Revolver und Schrotflinte und allem. Axt ist okay. Das gefällt mir. Wir sollten aber Custom Spawns und sowas sein. Hier wäre zum Beispiel nochmal Schrotflintenmuni. Das sind jeweils 8 Schuss, was wir da mitschleppen können. Habe ich aber, da ich auf Schrotflinte aber keinen Bock habe, brauchen wir auch keine. Empty Whiskey Bottles. So, den Zombie werden wir einfach mal totaxten. Komm her. Come at me, Bro. One-Hit-Kill. Deswegen mag ich die Axt, ist immer schön One-Hit. Custom Buildings waren hier, glaube ich, auch bei. Ich habe es mir zwar angeschaut, aber ich habe es mir nicht gemerkt, ey. Ich bin schlau, ne? So, wir bewegen uns erstmal wieder nach Elektro. So standardmäßig halt, um erstmal ein paar Bandagen und sowas zu holen. Weil, wenn wir bluten und keine Bandagen haben, was haben wir eigentlich alles? Morphin, Epipen, Bloodbag, Essen, Trinken. Eine Waterbottle, die können wir immer wieder auffüllen. Die verschwindet nicht einfach. Oh, und wir haben eine Map. Das ist der Side-Channel. So, die Map sieht so aus. Moment, kann ich mal ein bisschen rauszoomen. So. Wir sollen uns jetzt irgendwo hier vorne befinden. Wir können uns leider selbst nicht auf der Map sehen. Aber wenn man nah genug ranzoomt, sehen wir hier halt. Ah, ja, okay. Ein paar Markierungen sind hier drauf. Das ist auch je nach Server unterschiedlich. Auf unserem NPC-Server sehen wir halt, was gerade so in der Nähe ist. Ich habe einen Headshot mit Axt gemacht, okay. Ich möchte hier nach Elektro, Zawodzk. Dann will ich hier nördlich. Nach Staroje. Dann Guglovo. Novi Sobor, Stary Sobor. Hier ist ein Military Camp. Und zwar genau hier. Das da. Dann Kavanino. Dann hier vorne. Zum Airfield. Das ist erstmal meine erste Planung so. Kann ich versprechen, dass wir so weit kommen werden. Und ich habe mir auch entschieden, jetzt maximal 2 Aufnahmesessions pro Woche rauszubringen. Mehr nicht. Und um auf dem Debug-Monitor hat man schon mal gesehen, wie viel so ein Schlag von einem Zombie uns am Blut kostet. 22,6 Blut. Ist für den Anfang relativ wenig, ja, aber muss bedenken, es war ein einzelner Zombie. Und keine 5 Stücke oder so. Zudem schlagen die relativ oft zu. Und wir spielen mal wieder
ohne Spieler. Weil alleine möchte ich nicht unbedingt hier so Amok laufen. Und natürlich auch alleine, wie man vielleicht mitgekriegt hat. Weil gerade niemand online ist. Okay. Na ja, gut, The Riot wäre online, aber er hat morgen Schule. Er muss schlafen. Ne? Eigentlich. Aber es ist okay. So, haben wir eigentlich auch ein Hunting Knife? Haben wir. Sehr gut. Nur keine Box of Matches. Das ist doof. Das ist sehr doof. Was haben wir eigentlich für ein Backpack? Zech Backpack. Oh, Back. 24 Platz. Aha. Also einer der größten. Es gibt, glaube ich, noch einen 26er. Oder war das hier schon der größte? Ich weiß es nicht. Aber jetzt hier voll episch. Yeah. Oh yeah. So, rüsten wir mal. Nehmen wir mal den Revolver in der Hand. Und laufen damit, weil wir damit minimal schneller sind. Viel nimmt sich da nicht, aber. Ja, je schneller, desto besser, ne? So, ich weiß auch nicht, wann der Server restartet. Die Server haben eine bestimmte Restartzeit. Einige haben 3 Stunden, einige haben sogar bis zu 12 Stunden. Also nach 12 Stunden. Der, auf dem wir letztens waren, hatte 8 Stunden. Also, ne? Ich hatte übrigens öfters mal. Also, jedes Mal, wenn wir sterben, gehe ich auf einen anderen Server. Einfach damit wir nicht mehr unseren Loot kriegen, sagen wir so. Und einfach noch mal ein bisschen ein paar andere Server mal abzuchecken, um vielleicht private noch ein paar gute Server zu finden. Ich meine, wäre ich jetzt hier privat drauf, würde ich sagen, ja, okay, Winchester, geil. Magnum auch, voll cool und so. Ach ja, und wir haben hier dieses Fahnenkreuz. Jetzt, falls man das sehen kann, das ist serverspezifisch, habe ich gleich schon gesagt. Ja. Privat hätte ich gesagt, ja, tipptopp super, ne? Aber so von LP ist das, glaube ich, gar nicht mal so toll. Vielleicht eine Markerov hätte vielleicht gereicht. Und vielleicht ein Hunting Knife oder. Nee, nicht mal. Markerov, ein Magazin, eine Bandage, Essen, Trinken, jeweils eins. Und dann. Ja, eine Taschenlampe vielleicht noch. Obwohl, wenn es Always Daylight ist, dann. Also, wie spät ist es denn? 5 nach 9 in der Früh, nehme ich an. Das heißt, es war gerade erst Nacht. Ich höre hier doch einen Zombie rummeckern. Also, das ist voll nicht korrekt, was du hier machst, ey. Was machst du hier in meinem Ghetto? Das ist mein Block. Und ich habe immer Video angeschaut, so laggy sah das eigentlich gar nicht aus. Ja gut, ich meine, das sieht für euch genauso aus wie für mich. Also, obwohl da muss gerade gehen, die FPS. 27? Ja, das ist so. Für dieses Spiel ist das schon echt gut. Aber wenn ich jetzt mal da hindrehe, wahrscheinlich. Ja, da geht es wieder runter. Wahrscheinlich, weil es da nicht so viel rendern muss. Oder da. Oh, coole Füße. Okay, ich hoffe, wir werden diesmal nicht von der Infektion gekillt. Es ist schon ziemlich peinlich gewesen von ihr, muss ich schon zugeben. Aber ich hatte auch einfach Pech, dass kein Antibiotikum. Normalerweise sind halt im Krankenhäuser so eine Medizinkästen und da wäre Antibiotikum mit drin gewesen. In denen war es nicht. Also richtig verkackt. Meine Herren. Und die Überlebensversuche kommen immer an einem Tag vollständig. Nicht über Tag verteilt. Weil ich. Ja. Sonst geht halt einfach die Spannung verloren. Oh yeah. So, Weapon Headshot. Ja, komm mal her. Komm mal her, du Penner. Hier. Oh, das war schlecht. Das war gut. Du hast nichts dabei. Tap, 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 tap. Ist da was? Unser Zoom-Auge erkennt dort nichts. Ja, komm her. Komm her, du Bastard. Oh ja. Du auch, los. Los. Hier nicht drauf. Ey! Warte, ich hab dich getroffen. Okay, ist manchmal noch ein bisschen verbuggt. Aber die gebackenen Bohnen nehme ich gerne mit.
So, ich hoffe, die da hinten werden nicht aufmerksam. Aber sie können auch Links-Shift gedrückt halten zum Gehen. Tap, 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 tap. Na, wo ist er denn? Dö, 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 dö. Lauf, Forest. Ach, ein Crawler. Du bist tot. So, mal sehen. Oh, Dead Skill Shot. Dead Skill Shot. Repeat findet es ja irgendwie scheiße, mal mit Pistole zu ziehen, deswegen nimmt er mal eine Axt. Weil er mit dem Aim hier nicht zurechtkommt, aber ich muss sagen, so schwer ist es nicht. Oh. Ja. Habe ich zu Hause auch immer in meiner Wohnung. Jetzt geht er durch, du Fettsack. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich muss das Tier da töten. Es lässt mir keine andere Wahl. Zudem ist es meine einzige Heilungsmöglichkeit. Schlitz. So, dann gatten wir es mal. Gut, Animal. Leckere Geräusche. Sheep has been gutted. For meat steaks. Oh yeah. Dann Gier. Dann den Bloodbag da rein, weil wir den eh nicht gebrauchen können. Mutton raw. Geil. Lamb meat to be used for sustainment. Should be cooked prior to safe eating. So, dann einfach Hide Booty. Und da geht's in den Boden. Okay. Es versinkt quasi vor Scham im Boden. Ah, alles schlecht. Und natürlich sind natürlich neue Zombies gespawnt. Na gut, das Fleisch muss dabei sein. Schnell, lauf. Nein. Ja, schwimmende Zombies. Ich glaube, im Wasser ist man sogar relativ safe vor denen. So, was haben wir denn da? Zwei Crawler auf dem Boden. Das war schlecht. Aber der war gut. Oh, Dead Skill Shot. Los, laden wir nachher. Empty Whiskey Bottle. Oh, eine Bandage. Geil. Oh yeah, Bandage Nummer 3. So, bewegen wir uns nochmal hier drauf lang. Ich weiß nicht, ob man die Vögel töten kann, die rumfliegen. Weil ich noch nie welche getroffen habe, aber ich bezweifle es ehrlich gesagt. Ist da was drin? Da liegt was und ich kann es nicht erkennen. So, du bist tot. Ja, komm. Komm mal her. Komm mal her. Komm. Komm. Ja. Pam, tot. So, dann langsam, leise, vorsichtig. Mal sehen, was haben wir denn hier? Na, was ist das? G17 Magazine brauchen wir nicht. Also bleiben die hier einfach eiskalt liegen. So. Hatten die was dabei? Der will ja die ganze Zeit was sagen. Gear Buddy. Oh, 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 oh. Gebackene Bohnen. Geil. So. Einfach mitnehmen. Was willst du? Hä? Suchst du Stress? Boah, 11 Zombies gekillt, 7 Headshots davon. Der Rest war alles mit Axt. Bleib liegen. Ui. Muss ich mal kurz das Riesen verkneifen? Okay. Und weiter geht's. Und hui. Und nebenbei nochmal den Kopf drehen, was sehr gesund ist. Ach, da ist ein Affe. Tschö. Boah, ist halt nicht das noch auf mich. Hat noch Aggro von mir gekriegt. Hä? Wo ist er hin? Ach, da hinten. Voll verwirrt. Lauf, Forest, lauf. Ich sprinte nicht mal. Jetzt sprinte ich. Das erkennt man an der Haltung der Axt. Oder eher gesagt an der Primärwaffe. Okay, ich muss ihn abhängen. Ich nämlich über diesen Zaun springe. Ich glaube, der hätte ich einfach durchgehen können. Ja, der war kaputt.
verdammt. Aber es sah episch aus, genau wie jetzt. Boah. Über die Schiene. Direkt vor einem Zug, ja. Ja, Züge gibt es hier keine. Würde auch nicht viel bringen. Ich weiß schon, warum ich niesen muss. Wegen dem Ventilator, der an meine Beine weht. Immer lieber mehr gegen den Rechner. Ist gesünder für den. Also für den Rechner. So, haben wir da vorne was? Da vorne ist ein Affe. Ein Walker, der mich gesehen hat. Huch. Ne, jetzt habe ich zur Seite gelehnt. Hui. So, ich hoffe halt. Hier soll auf jeden Fall extra Vehikel spawn sein. Also. Ich hoffe mal einfach, dass wir endlich mal ein Fahrzeug finden. Deswegen gucke ich auch schon die ganze Zeit. Ja, komm, haltet die Klappe da hinter mir. Lasst mich einfach in Ruhe. Ich habe euch nichts getan. Gehen wir gleich... Ach komm, gehen wir erstmal in die Schule rein. Mit dem epischen Hechtsprung. Boah. Super heftig. Okay. Erstmal die Waffe bereit halten. Komm her. Du bist tot. Nein, bist du nicht. Okay. Axt ist nicht mehr One-Hit. Axt ist nicht mehr One-Hit. Da kommt halt einfach drauf an, wo man hinschlägt. Ach, da kommt noch der Affe an. Oder es kommt drauf an, wo man jetzt hinschlägt. Weil sonst war es halt relativ egal, wo man hinschlägt. So, du hast hier auf jeden Fall. Genau, Sardinen. Ziemlich viel Essen. Jetzt leuchtet die Waffe hier aus irgendeinem Grund rot und ich weiß es nicht, was da los ist. So, ich will brauchen Punkt 45 ACP. Das sind so eine roten Schachteln auf dem Boden. Das weiß ich. Da kenne ich mich schon aus. Und für eine M1911. Also, ich weiß nicht, hatten wir die schon gesehen? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ich weiß ich nicht. Okay. Das macht Sinn. Die wäre so eine grüne Schachtel, die kann man beide umwandeln jeweils. Also die Magnum-Muni in M1911 und die M1911-Muni in Magnum. Einfach rechtsklick. Und dann Combine vor Punkt 45 oder nein, 911. Dann passt das. So, hier oben scheint ja gar nichts zu spawnen. Was ist los? Leere Schule? Meine Herren. Gucken, Spieler sind nur wir drauf. Sehr schön. Ich gucke da halt öfters drauf, um zu wissen, ah, jetzt muss ich vorsichtig vorgehen. Also wir werden dann da rechts lang gehen. Sonst wird der Kopf so knack. Oh. Ja, hier werden wir dann so lang gehen. Oder lang laufen. Oder fahren. Wahrscheinlich eher gehen. Ich hätte auch gerne ein Fahrrad. Also so ist es nicht. Ring, ring. Wenn die Steuerung sehr bescheiden ist. So, Supermarkt mal reinlunzen. Das sind jetzt so die Top-Anhaltspunkte hier. Muss der Loot noch spawnen oder ist hier echt nichts? Hui. Oh yeah. So, zack, zack, zack und weiter geht's. Ist schon doof, ne? Schon doof. Dann gehen wir halt zum Krankenhaus. Die Scheiben sind offen. Das gefällt mir nicht. Ich hoffe, da ist noch was da. Hi, Zombie. Tschö, Zombie. Ich sehe gar nichts. Was ist los? Oh. Hi, ne? Du bist tot. Ohne Bandage, geil. Der hat bestimmt alles geklaut. Du bist tot. Ebenfalls. So. Okay. Gefällt mir auf jeden Fall nicht, dass hier so viel leer ist. Ist ziemlich scheiße.
hier irgendwas?